So, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Read von mir, Chris Plays For You. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum mache ich dieses Let's Read? Nun, es ist so. Ich habe nämlich vor, in naher Zukunft das Spiel Clive Barkers Undying von Electronic Arts aufzuzeichnen. Das Spiel erschien in Deutschland leider ohne jegliche Lokalisation. Das heißt, es ist komplett in Englisch, was an und für sich ja nicht weiter schlimm wäre, jedoch hat es weder deutsche noch englische Untertitel. Dies könnte für manchen Zuschauer vielleicht etwas hinderlich sein, der Story des Spiels zu folgen. Dem Spiel ist jedoch in der deutschen Version ein 25-seitiges Booklet beigelegt worden, welches dem Spieler die Hintergrundgeschichte des Spiels in Form eines Tagebuches etwas näher bringt und erklärt. Dieses Booklet werde ich nun vorlesen und jeder, der sich für die Geschichte des Spiels interessiert, kann sich dies dann anhören oder direkt zu Part 1 des Let's Plays springen. So viel zum Hintergrund, warum ich dieses Let's Read mache. Dann wollen wir mal loslegen. Aus dem Tagebuch von Jeremiah Covenant. Covenant Familienporträt. Lisbeth. 2. Februar 1919. Ihre Geburt bedeutete gleichzeitig den Tod. Ich erinnere mich an Lisbeths Geburt und sehe unsere arme Mutter Evelyn halbtot in den Armen der Hebamme. Wir vier hatten uns in Vaters Bibliothek aneinander gekuschelt und hörten dort die Schreie unserer neugeborenen Schwester, die nur von Vaters Gebrüll unterbrochen wurden. 4. Februar 1919. Wenn sie nicht bereits 4 Jahre vorher gestorben wäre, dann wäre Lisbeth an diesem Tag 24 Jahre alt geworden. Auszehrung, kritzelte der Arzt auf dem Totenschein. Seit dem Tag, an dem sie den sterbenden Leib unserer Mutter verlassen hatte, war Lisbeth nicht nur durch den vorwitzigen Schönheitsfleck auf ihrer Wange gekennzeichnet. Für Vater war sie das Symbol für den Fluch, der auf unserer Familie lastete. Bevor das blutige Bettzeug auch nur im Ofen gelandet war, befand sich die Hebamme bereits wieder in der Stadt und erzählte eine neue Geschichte aus der Gerüchteküche um die Covenants. Auch wenn Vater offen nie etwas gesagt hätte, so konnten wir doch etwas Eigenartiges und sehr viel Distanz aus den Worten heraushören, wenn er von Lisbeth sprach. Nach außen hin behandelte er uns Kinder alle gleich. Trotzdem wussten wir, dass es mit Lisbeth anders war. Eine Sache war sicher. Wenn Vater Lisbeth ansah, musste er unweigerlich an Mutter denken. Denn Lisbeth, das muss man verstehen, hatte Mutters graue Augen. 2. April 1919. In ihrer Jugend eine strahlende Schönheit, welkte Lisbeth nach ihrer Rückkehr aus London zusehends dahin. Wir wussten ob ihrer poetischen Seele und ihre letzten Tage verbrachte sie damit, durch die Familiengruft zu wandern. Statt der höflichen, großstädtischen Zuhörerschaft waren ihre letzten Zuhörer die sterblichen Überreste unserer Verwandten. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich mit den Bewohnern der Gruft möglichst vertraut machen wollte, bevor für sie die Zeit kam, auch dorthin zu gehen. Einmal vertraute sie mir an, dass sie sich durch das Lesen verschiedener Gedichte den Verstorbenen näher fühlte. 23. Mai 1919. Krebs. Heimtückischer, sich ausbreitender Krebs. Ich träume von der Krankheit in meinem Körper wie von Krähen, die auf ihr Aas einhacken. Und wenn ich nicht von der Krankheit träume, träume ich von dem Fluch. Von Geschwistern, die nur eine geringe Chance gegen ihr Schicksal haben. Ich sehe Ambrose, wie er grinst und dabei seine blutige Axt wie ein Henker schwenkt. Und ich träume von Lisbeth, mit gefletschten Zähnen, wie sie ihre Fingernägel nach mir krallt, schlimmer als die Klinge eines Mörders. Ist der Krebs der Fluch? Oder ist der Fluch der Krebs? In meinen Träumen fließen beide durch mich hindurch, wie der Sand in der Sanduhr. 13. Juli 1919. Bei einer Zukunft, die für mich so unerfreulich ausfällt, ist es nicht schwer, über die Vergangenheit nachzugrübeln. Unsere frühe Jugend verbrachten wir damit, über den Besitz von Strohmann und soweit ich mich erinnere, fühlten wir uns fast immer sorgenfrei. Aber an dem Tag nach dem Ritual änderte sich auf einmal alles. Von dem Augenblick an, an dem wir die verfluchten Worte gesprochen hatten, gab es kein Zurück mehr. Ich erinnere mich an den Tag, als Vater uns mitteilte, dass wir nicht zur Schule zurückkehren würden. Eher resignierend als ärgerlich schien er zu akzeptieren, dass wir anders waren als die anderen Kinder. Es sollte jedoch einige Zeit vergehen, bevor er feststellte, wie anders. 17. August 1919. Lisbeth war immer die Schöne. In der Schule wurde sie von den Lehrern abgöttisch geliebt. Zu Hause stritten sich die Kindermädchen darum, wer sie baden und anziehen durfte.
Später jedoch änderte sich alles. Sie entwickelte die böse Angewohnheit zu beißen. Zuerst lachten die Kindermädchen noch über ihre kleinen Beißspielchen. Der Spaß hörte an dem Tag auf, als sie Blut schmeckte und offensichtlich Gefallen an dem Geschmack fand. 7. Dezember 1919. Lisbeth war ganz versessen darauf, zu lesen. Sie liebte es, neue Autoren zu finden und dann alles von ihnen zu lesen. Wenn ihr ein Buch wirklich gut gefiel, dann sperrte sie sich mit dem Buch ein und las es wieder und wieder. Eine ganze Zeit überlebte sie in der Welt von Dantes Inferno. Während ihrer Jahre in London entwickelte sie ein Interesse für obskure Schriften. Sie lief durch die Bloomsbury-Geschäfte auf der Suche nach seltenen Druidentexten, Rätseln und dunklen Beschwörungen. Nach ihrer Rückkehr auf den Familiensitz verbrachte sie viel Zeit damit, in der Gruft zu lesen. Gedämpftes Gemurmel und leiser Sprechgesang erfüllten die kalte Luft. Niemand weiß, was nach ihrem Tod mit ihren Büchern geschah. 2. Januar 1921. Nicht lange nach ihrem Tod wurde ich das erste Mal auf die Manifestation aufmerksam. Während der alte Gärtner die Hecke schnitt, erzählte er mir, dass er sich von einer flatternden Erscheinung über dem Feld erschreckt habe. Er habe sich der Erscheinung genähert, die jedoch verschwunden sei. Er schwor mir, dass es Lisbeth gewesen sei. Die anderen Angestellten lachten ob seiner Beteuerungen und der Butler erklärte es ganz einfach so: Es ist der Alkohol, Sir. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich belausche die Dienstmädchen bei ihrem Klatsch, wenn sie das Silber polieren. Ich habe sie bereits oft des Nachts an der Ferne gesehen, sagte eine. Und ich bin mir ganz sicher, sie war's, ich weiß es. Wie kannst du dir das sicher sein, fragte die andere. Ich kannte das Mädchen seit ihrer Geburt. So ist es halt, ohne eine Mutter und einen Vater, der sich stundenlang in der Bibliothek einschließt. Ich habe das Mädchen ja fast alleine großgezogen. Du kennst so jemanden nicht und kannst ihre Anwesenheit nicht spüren. Egal wie seltsam das auch klingen mag. 23. Februar 1921. Aaron, mit Abstand der künstlerisch begabteste unter uns Geschwistern, malte während seiner letzten Monate eine Reihe bizarrer Porträts. Die Farben waren ungewöhnlich im Gegensatz zu denen, die er sonst benutzte. Es erweckte den Eindruck, als ob er eine Palette neuer, heller, aber sonderbar gedämpfter Farben gefunden hätte. Zuvor erzeugten seine Bilder eine zutiefst dunkle Atmosphäre. Die Darstellung von Wesen in hellen neuen Welten war für mich deshalb doppelt schauerlich. Ich bin mir nicht sicher, was mich dazu bewog, diese Bilder im Haus aufzuhängen. Es war, als könnte ich mir selbst nicht helfen. Ein Bild zog mich ganz besonders an. Ein sitzender Mann mit einem Vogelkopf. Etwas an der Haltung dieses Vogelmannes erinnerte mich an Darstellungen auf einem ägyptischen Sarkophag. Das auffallendste Merkmal waren die Hände, die an Heugabeln erinnerten, mit langen blutroten Zinken. Von diesem Werk geht etwas unheimlich Friedliches aus. Das Wesen ist ruhig, aber dennoch kann es jederzeit mit diesen Heugabelhänden auf dich losgehen. Ich weiß nicht, warum, aber Aaron nannte dieses Bild Lisbeths Beutevogel. 13. März 1921. Eine weitere Erscheinung wurde mir heute zugetragen, dieses Mal von einem meiner treuesten Dienstmädchen. Als ich sie fragte, wie sie sich so sicher sein könnte, dass es Lisbeth war, antwortete das zitternde Mädchen: Die Augen, Sir. Es waren die Augen. Tatsächlich. Ihre Augen waren das Einzige, was noch an die einst so glorreiche Erscheinung meiner Schwester erinnerte. Wie schon andere zuvor, beschrieb auch dieses Dienstmädchen eine Erscheinung von absolutem Horror. Sie sprach von Blut auf dem Abendkleid meiner Schwester, auf ihrem Gesicht und auf ihren Händen. Aber sie sagte nicht Hände, oder doch? Nein, Klauen war das Wort, das sie benutzte. 23. März 1921. Zunächst war da ein tiefes, rumorendes Geräusch in weiter Ferne. Wenn das Haus gewackelt hätte, hätte ich vielleicht an ein Erdbeben gedacht. Aber alles, wirklich alles war ruhig. Als das Geräusch lauter wurde, schien es auch näher zu kommen. Und wenn ich nicht so stark unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden hätte, hätte ich behauptet, dass sich mit zunehmendem Geräusch auch jemand näherte. Ich setzte mich im Bett auf und wartete auf die Quelle des Lärms, um ihn zu verstehen. Währenddessen schien im Raum unter mir jemand zu sein. Einen Moment lang war es absolut still. Dann folgten ein grausiges Heulen und schnelle kratzende Geräusche wie von Hundekrallen, die sich ihren Weg durch den Boden in mein Bett suchten.
Am Morgen untersuchte ich den unteren Raum und erwartete eine zerkratzte und zersplitterte Decke. Stattdessen war sie so sauber wie von Geiern abgenagte Knochen. Während ich die Decke anstarrte, betrat ein Dienstmädchen den Raum. Zweifelsfrei hatte sich das Personal an meine Exzentrik gewöhnt. Als ich sie fragte, ob sie in der vergangenen Nacht etwas gehört habe, erhielt ich eine seltsame Antwort. »Nichts, was wir nicht bereits vorher schon mal gehört hätten, Sir.« 17. August 1921. Ich bleibe nun öfter im Bett. Wenn ich schlafe, träume ich davon, mit einem gesunden Körper aufzuwachen. Dann öffne ich die Augen, bewege mich ein wenig und fühle mich genauso schlecht wie am Tage zuvor. 8. Januar 1922. In letzter Zeit habe ich immer öfter an Patrick Galloway gedacht. Vielleicht kann er mir helfen. Während des Krieges war er ein genialer Kumpel. Und nach dem, was ich von seinen Heldentaten in den letzten Jahren gehört habe, habe ich den Eindruck, dass er mir in meiner Notlage recht nützlich sein könnte. Und wenn ich mich nicht irre, war er fest dazu entschlossen, seine Schuld zu begleichen. 23. Oktober 1922. Mein Zustand verschlechtert sich und bald bin ich nur noch ein Nichts. Während ich mich dem Leben nach dem Tod und damit der unvermeidlichen Familienzusammenkunft nähere, wird mir klar, dass ich Hilfe brauche, bevor meine Zeit gekommen ist. Meine einzige Hoffnung ist, dass sich Galloway rechtzeitig meldet. Aaron, 27. Februar 1919. Als er letztes Jahr verschwand, war es, um ehrlich zu sein, eine Erleichterung. Nach so vielen Jahren der Depression war Aaron eine Belastung für die Familie geworden. Während ich mich im Krieg befand, schrieb mir Bethany unzählige Briefe, in denen sie mir ihre Sorge über seinen Zustand mitteilte. Am Ende wurde er von seinen manischen Zuständen übermannt. 12. März 1919. Aaron lebte immer in einer düsteren Welt. Er suchte nach Dingen, die zuvor noch niemand gesehen hatte. Und dann ging er dazu über, diese irrealen Visionen zu malen. Er war nicht untalentiert und mit der Zeit fanden verschiedene Leute Gefallen an seiner Malerei. Aber diese Leute sahen eigentlich nicht, was er wirklich malte. Wie konnten sie auch? Stattdessen sahen sie, was sie sehen wollten, und interpretierten seine apokalyptischen Visionen als Kriegsgeschehnisse. Von den Geisterfiguren, die seine Bilder beherrschten, sprachen die Kritiker in Ehrfurcht von meinem Bruder als von beißenden Darstellungen unserer verfallenen Gesellschaft, die durch die großen Ballräume tanzt, während an der Front die Bomben explodieren. Es war wirklich absurd, aber nicht verwunderlich, dass diesen Kritikern etwas entging, was wir wussten. Statt surrealer Darstellungen von der Welt waren Aarons Bilder für ihn echte Landschaften. Ebenso fühlbar waren für ihn die makabren Charaktere, die in seinen Bildern zu finden waren. Manch einer würde sagen, dass diese Welten einzig und allein in seinem Kopf existierten. Jetzt, wo ich alles über unsere geliebten Besitz weiß, bin ich mir da nicht mehr so sicher. 9. Januar 1920. Ich weiß wirklich nicht, was in meiner Abwesenheit zwischen Bethany und Aaron vorgefallen ist. Kürzlich habe ich herausgefunden, dass es eine Zeit gab, in der sie der Meinung waren, dass sie die einzigen noch lebenden Carvenants wären. Lisbeth war tot, Ambrose verschwunden und möglicherweise ebenfalls tot. Und meine Briefe von der Front kamen von völlig unbekannten Orten. Die Zwillinge waren der Meinung, dass es an der Zeit sei, das Anwesen zwischen ihnen aufzuteilen. Damit waren sie dann auch beschäftigt, als Aaron verschwand. Bethany beschrieb sich selbst als untröstlich über den Verlust ihres Zwillingsbruders. Lediglich meine plötzliche Heimkehr aus dem Krieg bewahrte sie davor, den Verstand zu verlieren. So sagte sie es mir zumindest. 2. August 1920. Manchmal, wenn ich mich in den Keller wage, kommt es mir so vor, als wenn ich Aaron hören würde, wie er meinen Namen wispert. Vielleicht liegt es daran, dass er hier unten so viel Zeit verbracht hat, wobei ich keine Ahnung habe, was ihm an diesem verdammten Ort so gefallen hat. 2. September 1920. Seit meiner Rückkehr ist nicht eine Woche vergangen, in der keine Forderungen in der Post gewesen wären. Es ist recht witzig, wenn man sieht, wie herzlich und gentlemanlike manche in ihren Forderungen sind und andere einfach nur böse. Scheinbar unterstützte mein Bruder mit seinem Unterhalt mehr als nur ein paar Spieler. Bethany behauptete zwar, dass er in seinen letzten Monaten dem Spiel abgeschworen hätte, aber das ist wahrlich nicht der Eindruck, den ich aus diesen Briefen habe. Ich frage mich, ob meine liebe Schwester nicht etwas vor mir verbirgt. Versucht sie vielleicht, das Erbe ihres künstlerischen Zwillings zu schützen? Oder gibt es einen anderen Grund, warum sie mich in dieser Angelegenheit in die Irre führen will? 30. Dezember 1920. Aaron begann schon recht früh mit der Malerei. Eigentlich recht bald nach unserer verhängnisvollen Nacht bei den stehenden Steinen. Zunächst verbesserte er seinen Stil, indem er traditionelle Motive malte.
Meistens handelte es sich dabei um Landschaften mit Kühen, wenn ich mich recht erinnere. Vater lobte sein Talent und ermutigte ihn, seinen künstlerischen Neigungen nachzugehen. Nach einer Zeit sorgten wir uns alle um sein Wohlbefinden, vor allem, wenn er detailgetreue Kampfszenen malte. Ich war, weiß Gott, ein Zeuge des Krieges gewesen. Doch solche Blutbäder, wie er sie malte, hatte ich nie gesehen.